Und hiermit begrüße ich ganz herzlich zurück zu Blacktree Gaming, zu Satisfactory, dem unglaublichen Suchtspiel. Und wie es ein berühmter YouTuber auch sagte, Suchtisfactory. Grüße gehen raus an Spielwehr. So, mit dabei ist natürlich der Junior. Hallo. Und Darim. Sali. Wir sind kräftig am Bauen, am Basteln und Rödeln und Tödeln. Tüdeln. Tüdeln. Ich bin jetzt gerade hier oben auf der neuen Plattform und habe hier die Eisenproduktion aufgebaut, die neue, auf volle Last aktuell. Volle Lust. Volle Lust. Die zwei anderen kommen jetzt dann mal bald vorbei, glaube ich, um das noch anzugucken. Gucken wir mal, gell. Und wir bauen jetzt hier noch weiter. Und die anderen zwei sagen jetzt einfach noch, was sie gerade machen. Wenn ich schnell darf, Junior, entschuldige. Ich natürlich alles gut machen. Bin hier gerade noch, werde es hier noch den dritten Fabrikator für die verdichtete Kohle aufbauen. Dass wir da perspektivisch gut aufgestellt sind mit unserer Kohle-Production. Jetzt fehlt mir allerdings verstärkte Eisenplatten, Junior. Ja. Du hast mich schon zig abgeknüpft. Zig? Zu wenig zig. Ja, sobald er steht, was dank meiner weitsichtigen Art und Weise zu bauen wirklich kein großes Problem darstellt, besuche ich den Phil. Mhm. Ja. Was ich für euch mache, ich mache ein heftiger verstärkte Eisenplatten-Ding. Ach, du spielst seit bereits 4 Stunden. Vorzüge für Fixit-Pioniere, ja, irgendwas mit Gesundheit, bla bla bla. Kam gerade eine Meldung. Was ich sagen wollte. Verstärkte Eisenplatten mache ich gerade. Das ist das Einzige, was ich mache. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen eigentlich bei mir. Gut. Dann produziere ich jetzt Schrauben. Könnten auch einfach welche hier nicht durchlaufen lassen. Nee. Gerade am überlegen, ob ich hier nicht schon mal abzwacke. Wäre eigentlich auch eine geile Idee. Jetzt mal vorläufig. Und dann bauen wir da einen Splitter hin. Nee, falsch. Da soll er irgendwann noch mal. Weiß ich die. Nee, könnte man einfach machen. Warum geht es da und da nicht? Komisch. Wie viele Schraubenproduktionsdinger haben wir unten? 2, gell? Oder 3? Oder 4? Weiß ich nicht. Okay. Soll ich schauen? Naja, lass. Ich glaube, ich mach's. Ich baue es jetzt mal. Kurz mal weg.
Ach, das ist bescheuert. Nee, das ist bescheuert. Mach mal nicht. So, da bin ich wieder. Ja, ratzifatzi. Ja, ja. Das ist ja auf dem Klo war er nicht. Nee. Mit kurzer Hand was Bequemeres angezogen. Da-da-da. Jetzt weiß ich, was fehlt. Meine Fresse, hätte man ruhig noch was sagen können. Wie Musik. Die Musik fehlt. Ich hab's gesagt. Super, danke für den Tipp. Bitte. Zehn pro Minute. Ich muss mir das unbedingt mit dem Kopieren angewöhnen. Da-da-da-da. Oh. 700 Schrauben, geile Sache. Ja, Schrauben hätte ich noch 1000 irgendwas. Spaß, nein, müsste produzieren. Ah ja, ich hab einen Fehler gemacht. Was fehlt mir? Achso, ich bin abgehakt. Was ist verpackt? Du bist abgehakt. Ja. Nee, du. Nee, du. Nee, ich wieder bin ich lost. Ja. Nee, du. Alter, ich frage mich die ganze Zeit, warum das Ding so schnell leer geht. Jetzt habe ich erst gecheckt, der Konstruktor macht 30 pro Minute oder 40 und er verbraucht 250. Alter. Ratet mal, was mir gerade da fehlt. Verstärkte Platten. Ja. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich verstärkte Platten produziere, aber... Oh, Schraubis. Bauen wir Schraubis. Wäre das denn okay für euch, wenn ich jetzt meine... wie soll ich sagen? Meine verstärkten Eisenplatten für den Meilenstein benutzt. Je, benutze, ne? Okay. Und falls ihr irgendwelche überhaupt, gell? Ich bin immer offen für verstärkte Eisenplatten. Was bist du immer? Offen. Achso, ne, ich brauch selber welche. Ich habe selber hier Mangelware.
Ja. Die ich jetzt sogar noch baue, 30 Stück. Ich mache nur 15. Ich bin so froh über diese, über die neue Funktion, dass man einfach nur Leertaste einmal drückt und dann, ja, was ist jetzt für ein Krampf wert, die ganze Zeit da runter zu drücken. Ja. Zwei, drei, vier. Ja, komm. In Planung, dass wir bald hier schon. So. Ich merke, richtig springen kann ich jetzt. Warum? Ja, ich stand jetzt 3 Stunden nur vor der Werkbank. Mit den Füßen eingeschlafen, oder? Knochen. Naja, mein Timing ist eingeschläfert. 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 Schwächt, altert. Eingestaubt. Jetzt habe ich's. Ja, und nicht nur meine Beine, sondern auch mein Gehirn. Timing. Sag mal, wenn ich ein Kraftwerk auf Standby setze, verbraucht er trotzdem noch Ressourcen? Nee. Standby, warte. Kraftwerk? Nee, eigentlich nicht. Ja, also ich glaube nicht. Okay. Weil dann würde ich gleich ein bisschen die Stromproduktion runterfahren bei den Kohlekraftwerken. Ja, du kannst ja auch den Regler runter. Achso, nee, den Regler sieht man noch gar nicht, gell? Nee, braucht. Da muss man erst ein Energiefragment reinmachen. Ja, haben wir das Feature schon? Also, wir können Energiefragmente machen. Beziehungsweise eins, wenn wir halt die Schnecke dazu haben. Brauchen wir halt die. Ja, nein, runterdrehen kannst du es auch so. Echt? Hat, ja. Aber wir haben es noch nicht freigeschaltet. Das meine ich. Das kann sein, ja. Also ich habe jetzt mal die Produktion von den Stromkraftwerken runtergefahren. Es arbeitet quasi gar kein Strom. Oh, das hat keine Verbindung. Ah, Kabel sollte man anschließen, gell, Leute? Nein, das wird überbewertet. So, gut, dass wir das hier ein riesen Stromkraftwerk haben mit knapp 300 Megawatt, die wir aber aktuell stillstehen lassen können, weil wir noch Biomasse haben. Ja, nee, dann stell Biomasse ab. Wieso? Weil Biomasse, weißt du, das können wir immer noch mal dazu schalten, wenn wir es dringend brauchen. Ach so. Weißt du, dann stell lieber die ab
Du kannst ja auch einfach, Nee, wird einfach alle deaktivieren, genau. Oder halt so viele deaktivieren, wie halt, wie es geht. Mhm, alles klar. Wenn man alles mit Kohle machen kann, weil das läuft konstant durch immer, dann ist er gut. Mir ist gerade was passiert, das glaubt ihr mir nie. Die Eisenplattenproduktion hat angehalten. Ich habe mir schon gedacht, warum, was ist jetzt los? Fehlt wieder was, guckst rein, Schrauben voll, Platten voll. Jetzt waren die verstärkten Eisenplatten voll. Das ist ja blöd. Aber echt, 123 Stück habe ich jetzt. Mir ist aufgefallen, ich hätte nur ein Drittel von den ganzen Stahldingern machen müssen. Weil ich die Hälfte schon bei Frax eingesammelt habe. Mehr als die Hälfte. Oh Mann, ey. Jawohl. Mehr Eisenstangen, mehr Schrauben, mehr verstärkte Eisenplatten. Alter. Das Leben ist ein Kreislauf. So das Kreisel. Nee, wie heißt's? Also wir haben jetzt 60 Megawatt Reservekapazität aktuell, wo wir zu viel Strom produzieren können. Mhm. Wenn ihr halt braucht, dann müsst ihr die Biomasse wieder dazuschalten. Mhm. Problem. Bist du jetzt ausgelastet mit, also wie viele Kohlekraftwerke haben wir jetzt da stehen? 4. Insgesamt 300 Megawatt. Aktuell haben wir einen Verbrauch von 320 Megawatt. Wenn ich richtig gerechnet habe, was ich bezweifle, ehrlich gesagt, gerade irgendwie, weil ich müde bin. Es gibt. Ja, tatsächlich. Reicht dafür gerade unsere Produktion an verdichteter Kohle. Für die 4 Kraftwerke. Warte mal, also wir haben einen Maximalverbrauch aktuell von 488 Megawatt. Maximal, wenn alles läuft. Wenn alles läuft, ja. Verbrauchen sind wir 323, 27, also 300, ja, 340 schwankt es ein bisschen. Produzieren tun wir 325, ja, okay, der pendelt sich Platz immer unten drunter. Und Kapazität ist aktuell 390. Aber das sind die Biomassengenerator und dann dabei, oder was? Ja. 3 oder so. Ich sehe gerade, ich könnte sogar theoretisch noch mehr Ding produzieren. Ja, warte mal kurz. Arian? Junior? Ja. Echt furchtbar. Können wir Energiefragmente freischalten? In der Forschung? Moment. Weil die Kohledinger könnten wir auch übertakten. Weißt du, die generieren ja nur mehr Strom und brauchen halt mehr Material und fertig. Mhm. Weil wenn wir Produktion übertakten, verbrauchen die halt immens mehr Strom, also immer ein Drittel mehr, noch mal mehr on top, weißt du? Also nicht das Doppelte, sondern, oder... Na gut. Schneckenle-Hash, ja? Ja, Moment. Weil dann könnte man Energiefragmente reinstecken, ein oder zwei, und dann produzieren wir ein bisschen mehr, weißt du? Strom.
Ja, jetzt könnt ihr übertakten. Ja, gut. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note, power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Exponentiell, ja. Ja, mach mal ein paar Chart Energiefragmente, okay, maximal. Ja, dann machen wir. Aber das Übertakten verbraucht doch exponentiell mehr, als wenn ich jetzt einfach noch ein Kohlekraftwerk baue, oder? Das ist die Frage. Hey. Das weiß ich nicht, wie da der Verbrauch. Ist okay, wenn du es abholst, oder? Warte mal. Das Problem ist, glaube ich, eher das Wassergrad. Mm. Wobei, nee, wir füllen es auf, das ist okay. Wo bist du? Hier. Das ist in der persönlichen Aufbewahrungsbox. Also ich glaube, ich habe mich doch irgendwie verrechnet, weil Kohle und Schwefel haben wir so viel übrig noch. Ich könnte, glaube ich, noch mehr Fabrikatoren bauen. Dass wir mehr verdichtete Kohle herstellen und dann wieder mehr Kraftwerke drauf. Genau, ja. Aber ist doch besser als zu wenig, oder? Das ist besser, ja. Ja, ja, klar. Also wenn du möchtest, kannst du ruhig ein bisschen Puffer schon mal aufbauen. Und dann können wir ja nach und nach immer das Kraftwerk dazu schalten, wenn wir mehr brauchen. Dann brauche ich jetzt verstärkte Eisenplatten. Wo kriege ich die her? Okay, ja, dann lass mich noch ein bisschen kurz hier. Ich bin gerade am. Die waren doch beim Junior bauen. Über, oder? Hat er doch erzählt. Alter. Ich habe hier den Xenobecher in der Hand und ich hole mir noch meine Pistole dazu, wenn du zu nahe kommst. Von meinen verstärkten Platten. Wenn ihr mir Material bringt und mir hier kurz helft, dann haben wir ratzfatz hier verstärkte Platten ohne Ende. Was brauchst du für Material? Verstärkte Platten. Ja, ja, ist halt scheiße, aber das sind halt die Laufbänder, sonst läuft halt alles viel zu langsam hier, weißt du? Ich muss jetzt nochmal kurz Achim, überlegen. Wie viel brauchst du denn? Es kommt drauf an, wie viel du brauchst. Es 100 so theoretisch müssten es schon sein. Aha. Ich höre Begeisterung. Und wie viel braucht der Vater? Also ich brauche auf jeden Fall mal 16 Stück, dass ich zwei Produktionen machen kann. Aber die kann ich mir jetzt auch selber bauen noch. Aber ich brauche halt für die Dinge auch wieder. Also so 50 oder 100 bräuchte ich halt mal. Oder 100 wäre am geilsten, weil dann... Also, dann bringe ich dem Vater jetzt 100. Ich bringe ihm 100 Grad. Na, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin, glaube ich, vor dir da. Und woher steht die 100? Aus deinem Lager. Aus welchem? Aus dem, bei der Produktion da. Da waren noch 100 drin. 165 sogar. War da oben, gell? Mhm. Bei einem. Euch die theoretisch nur noch. Wo ist denn der Vater? Hab ich ihn jetzt gemacht. Ja. Alter, das ist ja mal eine perverse Anlage hier. Und die ist noch klein. verstärkte Plätsche, da ja, bitteschön. So boah, danke. Bitteschön. Was lernen wir aus der Situation? Nimm immer deine verstärkten Platten mit in dein Inventar, sonst kommen sie von beiden Seiten und nimm alles weg. Da unten ist auch noch irgendein Eisenerz, glaube ich. Ja, ja, da ist genug, da ist überall. Ja, von deiner Plattform aus kann ich schön weit fliegen. Ja, pass mal auf, bis wir die erste Dingkanone bauen. Was für Dingkanone? Hypertube-Kanone. Oh, Hypertube hört sich gut an. Ist das quasi der Hyperlink von Satisfactory? Fast, ja. Schnell Verbindung. Mit Glasfaser. Glasfaserverbindung, genau. Ja. So.
250. Nee, das packen wir ja gar nicht. Keine Chance. Das normale Rezept erstmal. Ach, ich Idiot. Falsch umgebaut. Ich glaube, meine Platten gehen mir. Oh, meine Platten sind mir ausgegangen. Oh, meine Platten sind mir sehr ausgegangen. So viele Platten brauche ich gar nicht mehr, aber egal. Ja, das hat ja gar nichts mehr gebracht. Mann. Ah, nein. Oh. Nicht so reinschreien, bitte. Nein. Ah, nee. So, jetzt erstmal provisorisch das Ding dahin. Und die macht 40 pro Minute, 40, 80, 160. Und der braucht 60. Okay, gut. Das sind 120. Wir machen es erstmal anders. Oh, das scheiß Rezept auswählen vergessen. Scheiße. So, was mache ich dann noch? Den Rest hier rein. Nein, oh Gott. Nein, doch. Oh. Ja, ich habe aus Versehen verstärkte Platte in den normale Platte-Container gemacht. Oh. Das ist ja fast so wie der Achim mit unserem Kupfer. Das war ziemlich knapp. Oh. Du steht da schon wieder rein, das gibt's nicht. Ja, du. Sorry.
So besser. Nee, warte, ist doch näher. So besser. Ja, bauen soll gelernt sein. Wer soll gelernt sein? Bauen. Bauen. Ja, nee, craften soll gelernt sein, ja. Ich bin hier der Abs, ich hab's studiert. Ich hätte gern am Ende so eine Statistik, wer am meisten im Baumodus war und wer am meisten vor der Werkbank war. Und dann die Leute, die nur am Kohlekraftwerk gebaut haben. Ich komm gleich. Wie krieg ich den Scheißer jetzt da hoch? Ich warte mal, einen Splitter brauche ich da. Der Fips scheiße. Verstärkte Blätsche. Ja, ich bin baugrad. Hat schon Angst, dass der Achim jetzt gleich zu mir kommt. Weil jetzt habe ich gerade wieder über 100. Kommt er wieder angerannt. Ja. Er riecht es. Oh. Wow, wow. Hä? Aber ich habe noch nichts angeschlossen. Ich auch nicht. Ja, Junior, du bist doch da. Fahr mal ein bisschen Ding hoch. Was Ding hoch? Ah, der Biomasse. Ding hoch. Ah, der Biomasse. Wie das? Na, von Standby auf Produktion stellen. Ach so. Wie viele? Ich mach jetzt mal die hier. Ach, die waren gar nicht. Ach so, jetzt habe ich einen, der nicht pausiert war, pausiert. Ja, aber klug. So, ich mach mal, okay? Ja. Hat noch nicht gereicht. Das hört sich doch sexy an. Ui, Achievement bei Steam. Alter, also Fantasie. Der absolute Elektroniker hier. So, wir produzieren jetzt hier erstmal 10 Eisenplatten pro Minute. Und doppelt so viel wie vorher. Alter. Oh oh. Ach ey, wir brauchen Kraftwerke. Ich brauche verstärkte Eisenplatten. Achso. Ich baue gerade welche. Also, aber ich brauche einige. Okay, was heißt einige? 50, 100, weiß nicht. Ich muss da oben noch alles mit Förderbändern verfördern. Okay, Moment. Dann baue ich jetzt mit. Und dann bringe ich da welche. Und Kupferblech brauche ich auch. Ah ne, da habe ich noch ein bisschen. Also nur als Info, ich produziere oben jetzt Schrauben, Platten und verstärkte Platten. Wie viel hast du? Ich könnte welche gebrauchen. Was denn? Verstärkte Platten. Ne, die baue ich jetzt gerade. Ich glaube, die sollten eher in die Stromproduktion gehen, lieber Junior. Aber sowas von. Wozu mache ich eigentlich MK3-Bänder? Nutzt doch dann eh keine Sau mehr. Doch, MK3 benutzt man auf jeden Fall.
76 Stück kann ich jetzt gerade machen. Hau rein. Und hab noch 40. Also über 100 würde ich dir dann gleich bringen. Sehr gut. Ja. Warum kann man nicht also craften und laufen gleichzeitig? Das wäre doch total geil. Mobile Werkbank. Strom. So. Ah, es fehlen mir immer noch verstärkte Platten. 5 alleine für den Generator und dann brauchen wir noch für die. Und noch was, ganz kurze Rückfragen. Ja. Haben wir dann verdichtete Kohle übrig? Oder? Ja, aktuell ja. Okay. Weil wir könnten. Noch eins bauen. Nein, dann nehme ich für die LKWs benutzen. Ja, ich würde aber erst jetzt mal Stromproduktion noch weiter hochfahren. Ne? Ja, wir brauchen unbedingt Strom jetzt. Weil ich muss hier ja noch die Rotorenfabrik hier hochbauen und so weiter. Ich hab gedacht, dass der Strom wieder läuft, hat sich so angehört. Schade. Dann mache ich noch ein paar Schrauben und dann tue ich nur Stangen produzieren für die Schraubenproduktion. Hä? Was ich? Aber Schrauben produzieren wir doch genug, oder? Unten. Du hast doch hinten die hinteren zwei, die laufen eigentlich immer voll. Ja, aber. Ich kann dir aber auch noch. Ich habe Wochen rausgenommen und jetzt halt. Ich habe jetzt halt hier die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit in meiner Höhle gesessen. Aber ich kann dir auch was mitbringen, gell? Massenhaft. Nee, Schrauben. Ich lauf jetzt schon. Nee, ich kann. Ich hol mir eh mal noch Stangen. Ich habe jetzt knapp 1000 Schrauben gleich. 1200, 1500. Soll ich da noch Stangen mitbringen oder was brauchst? Ich bin schon beim Stangending. 400 Stangen reichen mir. Und die Schrauben kann ich gerne mitbringen. Das Ding ist, der Typ verbraucht 250 pro Minute. Ja, den muss man vielleicht auch umstellen. Das packt er einfach nicht. Wir haben ja das Laufband, packt das nicht, weißt du? Ja, das stimmt. Ich brauche verstärkten Platz. Ja, stell's auch um aufs normale Rezept, dann läuft es wieder normal. Ach, läuft gar nichts. So. Ich brauche verstärkte Platten. Ja, ich komme gerade. Wo bist du bei der Kohle? Ja, oben halt. Ah, da vorne sehe ich. Oh, nice. Erst einmal, dass ich jetzt da rumkomme. Wallack, musstest du so weit das Wasser holen? Wallacke. Ja. Cheat! Du fragst dich, wieso ich so viel Pumpen brauche. Ja. Hä? Ich habe gedacht, die Pumpe macht nur die Höhe, die Länge ist doch egal. Ja, gut, aber es steigt halt ständig an. Aber irgendwie haben wir sowieso ein Problem. Bist du oben oder unten? Oben. Komm gerade hoch. Okay, ich habe noch ein bisschen Wasser da, das sollte dann reichen. Verstärke ja. Die Platten. Aber sowas von, da hast du. Dankeschön. Aber sowas von, gell? Ja. Hm. Wer beendet diese Folge schon wieder? Was heißt schon wieder? Jetzt bringen wir schnell die Dinge auf die Reihe. Die Stromproduktion und dann. Da ist kein Wasser drin, ne? Ja, ich weiß, weil keine Pumpe läuft. Achso, stimmt, ja. Teufelskreis. Das ist echt ein Teufelskreis. Achso, stimmt. Scheiße. Ich habe noch Wasser in den Kraftwerken. Ah, okay. So, Tisch. Verdammt. Ah, doch, läuft. Läuft. Stimmt, läuft. Ja. Ich habe übrigens einen Kabelrutscher. Kabel. Ja. Ich baue jetzt mal gleich noch ein Kohlekraftwerk, ne? Ja.
Ich habe gerade reingeguckt und dann habe ich nur gesehen, dass es übergeht oder aus. Aber warum geht es jetzt so langsam erst über? Achim, warte mal, wie viel Strom, wie viel Wasser braucht so ein Ding? Ja, kann sein, dass es daran liegt jetzt. 50, gell? Oder was? Nee. Ja. Weil das Rohr kann ja nur, was kann das MK1er? 300, okay. 45 nee. Pro Minute und ich habe jetzt dann... 300 geht. Ja. 2, 4, 6, 90. Ja, das ist gerade dann jetzt Maximum, was ich jetzt dann anschließe. Ja. Was fehlt dir? Nix, ich bin... Oh doch, was fehlt mir? Doch, irgendwas fehlt. Eisenplatten. Was hab ich? Ja. Na. Danke. Wo ist jetzt der Anschluss? Die Pumpe da unten hat aber auch keinen Strom, gell? Ja, weil gerade gar nichts Strom hat. Nee. Ich meine, die ist gar nicht am Strom angeschlossen, meine ich. Was? Eigentlich sollte man da unten so. Bei den Pumpen eine Biomasse oder halt so viel wie man braucht, Biomasse-Generatoren hinmachen. Und an die Pumpen. Also an die Wasserpumpen und an die Aufnahmestation da. Hm? Ja, warum? Ja, weil bei einem Stromausfall können die dann laufen. Und die haben dann Wasser. Ja, die Maschinen speichern ja für eine Minute speichern sie das Wasser. Heißt, wenn der Strom ausfällt, hast du noch für eine Minute Wasser theoretisch. Aber da kommt gerade gar nichts an. Ja. Also der hier ist rot. Ja gut, jetzt ist ja eh gerade alles aus. Aber die Förderbänder laufen auch ohne Strom, gell? Ja, ja. Das soll ich nochmal versuchen? Ich mach gerade. Ah. Läuft. Nein! Ich drücke jetzt einfach ständig drauf. 480 Kapazität haben wir, das kann doch jetzt nicht sein. Ich mach mit. Nein, warte mal. Wie viel Bio-Heizdinger haben wir gerade dran? Das ist was da drin gebaut. wo bist du? Ich renn gerade durch die Höhle. Ich renn gerade zu dem Biohof. Hey, die laufen ja alle. Nee, nicht alle, oder? Die ganz rechts eigentlich nicht. Die Frage, haben sie genug Biostoff? Ja, ja, die sind alle voll. Irgendwas verbrät aber unglaublich Strom. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt hängen wir mal ein bisschen was ab. Die verstärkten Eisenplatten vom Junior. Nee, ich hänge mal meine Produktion drüben ab, ja? Warte kurz, ist gleich gemacht. Das ist nur ein Kabel. So, jetzt probieren wir mal. So, jetzt läuft alles. Also wenn Kapazität 555 Mega... Hä? Jetzt geht, 405. Ist Kapazität wieder unten? 405? 0? 555? Es schwankt total. Ja, gut, schwanken kann es jetzt wahrscheinlich. Entweder läuft die Kohle-Ding nicht voll durch, alle. Oder es sind die Bio-Dinger, weißt du? Ich will jetzt noch mal kurz die Kohle jetzt angucken. Da laufen nur. Da rauf ja, die laufen. 3 von 5 laufen konstant. Und 2 tun sich ab und zu mal dazu schalten, wenn sie wollen. Ach, dann ist wahrscheinlich die MK, die MK2er Ding zu wenig. Nee, so. Wasser. Aber Wasser müssen. Kommt hier nicht genug Wasser an? Wir haben 100 Kohle drin, aber zu wenig Wasser. Aber ich habe eigentlich genug Wasser. Also, das Wasser fühlt sich hier.
Oh, hier. Aber wahrscheinlich muss es jetzt erst alles wieder komplett durchlaufen, das Wasser, ne? Aber vielleicht selbst da hinten fühlt sich's doch gar nicht. Doch, hier im Wasserspeicher fühlt sich's langsam. Da sind 20 Kubikgrad drin. Ist gar nicht angeschlossen. Es kommt halt immer so stoßweise. Ja, aber pass auf, der füllt sich langsam sogar. Also wir haben ein bisschen Überschuss. Ja, ein bisschen Überschuss ist da, aber das ist jetzt halt, weshalb so unkonstant läuft, als er wieder abpumpt wird. Aber das rechte läuft gar nicht. Hast du schon am Stromnetz? Guck mal, nee. Ich meins, ja. Nicht? Nee, ist rot. Aber ist noch gar nicht angeschlossen. Das bringt nichts, weil das ganz, ganz rechts hat 0,1, 0,2, 0,3 drinne Wasser. Ja, so. Da verbraucht es halt das, was es reinkriegt. Schließe es jetzt mal an. Ja, ich mach grad. Ah, hab grad Torre. Achso. Ja, der Verbrauch und Produktion ist aktuell gleich, jetzt muss es nur einpendeln. Der Verbrauch und Produktion ist immer gleich, das ist die Kapazität. Ich glaube, der Verbrauch muss, also Kapazität muss über dem Verbrauch sein. So, so. Ja, das ist das Wasser, wir kriegen hier zu wenig Wasser ran. Wobei wir okay. Haben, das Ding füllt sich langsam wieder da, wobei jetzt fällt er wieder. Das Wasser kommt zu schwappweise hier rein. Warte mal, ich gehe mal kurz zur Biene. Du brauchst da, kannst du eine Weile rennen. Ja, da kommt gerade mal 130 durch. Von 300. An der Pumpe. Ja, du musst die Pipeline vielleicht nochmal verbessern. 30. Scheiße. Oh Gott, wo bist du, Alter? Aber wo hier schwankt auch. Hier ging es gerade hoch auf 300. Ja, also es schwankt immer ein bisschen, aber normalerweise, wenn. Ja, also hier war gerade von 300, jetzt ist 150. Also das schwankt schon sehr. Schwankt schon sehr. Also pass auf, die Turbine kann 120. Und die Leitung macht 300, gell? Mhm. Ja. Also hier ist konstant 120. Was ist das für ein Gewurschtel? Okay. Ja, das hat einfach auf die Schnelle. Ja. Also hier ist auch 120. Ja, ich glaube, wir brauchen hier einfach noch ein Wasserding. Extraktor. Wassertraktor? Ja, nee, 120 reicht doch, oder nicht? Nee, 120 reicht nicht. Ach so. Für die 6 brauche ich 270. Ach so. Ja gut, okay, ja dann. Dann musst du 3 bauen. Ja, aber ich habe nicht genug Zeug da. Was brauchst du? Kupferblech 20, verstärkte Platten reicht und dann noch Rotoren, jeweils 10. Na, wir alles nicht. Ich kann Rotoren holen. Ja, mache ich gerade. Kupferblech könnte er ruhig 100 oder so bringen. Hast du noch nirgends produziert, oder? Und liegend? Ne. Kupferblech. Danke. Rotoren hast du jetzt schon? Ja, Rotoren haben. Werkbank. Ja, ich hab's Wasser gerade abgestellt. Ja, alles gut. Wie viel Kupferblech brauchst du? Frag mal 100. Hm.
Junior, turnst du gerade hier bei mir rum? Bei der Anlage hier? Hier. Ah, okay. Aber sonst hättest du vielleicht noch ein paar, weiß nicht, ob wir Draht und so über haben, ob wir mal noch ein bisschen Draht und Kabel in den Schredder rauschen. Ja, kann ich eigentlich machen. Das ist so die Hälfte vom ganzen Ding, jeweils vom Container. Mhm. Weil dann halt hätte man einen kompletten Container, wo wir schreddern. Aber wir überziehen schon lange jetzt, ne? Hm? Ja, das. Da gibt's halt mal eine Stunde Folge, ist jetzt mal egal. Aber wir müssen das Problem jetzt hier in den Griff kriegen. So, 100 habe ich. Ich komme zu dir, Achim, mit Rotoren und Kupferblech. Sehr gut. Kupferblech. Und dann gucken wir aber, dass wir ein Ding drosseln, dass es genau 300 gibt, ja? Bist du? Da bist du. Oh, das war gerade hinter dir. Hab's gerade abgelegt. Oh, sorry. Also, okay, du kannst diese Kreuze auch reinbauen, gell? In das Rohr. Du musst nicht immer die Kreuze bauen. Ja, ja. Ja, okay. Ich habe, weißt du, ich muss hier irgendwie auf Höhe bleiben, sonst sinkt die ganze Scheiße ab. Deshalb habe ich jetzt die Stützen hier gerade gebaut. Sieben. Hä, was soll? Mir auf die Pipeline drauf geklippelt. Mhm. Im Wasser wäre scheiße, sie siehst es dann wieder nicht. So, dann bauen wir hier hinten einen. Wo haben wir die jetzt? Produktion. Wasserextraktor. Warte mal, wir haben dann 240. Strom. Jetzt brauchen wir die Stahlhitze. Das heißt, einen drosseln wir auf 60 runter, dann haben wir 300, wodurch die Leitung knallt. Stimmt das jetzt, was ich sag? Ja. Also ich drossel den hier, ja? Der läuft jetzt nur auf 50% mit 60. Bauen an Strom, ja? Ich mach was. Ach, sorry. Ich hasse das. Die Querleitung da einmal durchspannen. Schön geordnet sein. Ihr wahnsinnig schön geordnet hier. Hä, was? Das ist nicht wahnsinnig schön hier. Nein, nicht wahnsinnig schön, aber schöner als einfach. Allein der Knick hier wird mich schon sowas von abfacken. Das ist ein Gewinn. Und gewachsenes der System, Phil. Ja, ja, genau. Muss man ein bisschen entspannen. So, jetzt schauen wir mal. Gib mal einen Saft drauf, oder? Ja. Ich glaube, du musst erst hinten mit abhängen, oder? Nee, hält. Nee, warte, noch hält. Jetzt musst du ja gleich durchpumpen wie Sau und dann. Vielleicht hält's. Ja. 41 haben wir hier gerade. So, hier haben wir 110.
Ja gut, das braucht jetzt kurz, bis das ganze Rohr wieder voll knallt, weißt du? Also. Mhm. Er steigert sich jetzt erst gerade 55. 60, ja. Da kann sein, dass ich die Pumpe dann gar nicht brauche. Wahrscheinlich, weil es halt nee. Lag dann nicht an. Okay, pass mal auf, ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Ja, können wir machen. Ich baue jetzt kurz ein Bio-Ding vorne, bestückt es, damit das läuft. Und wenn oben dann Wasser ist, dann ja, baus. Ist los. Ah, kann sein, dass eigentlich der Server neu gestartet wird. Bei mir hängt's gerade. Ja, ja, bei mir auch noch. Echt? Okay. Ja, weil eigentlich wird auf der Server nicht, wurde doch der Server neu gestartet. Ja, nee, nee, wenn dann. Also ich kann ja gerade vor. Ja, ja. Verbindung verloren. Okay, gut, also liebe gut. Leute, nehmen wir das als Anlass, hä? Oh fuck, es ist ja schon nach 12. Also, dann, wir wünschen euch alles Gute, vielen Dank und wir sehen uns bis dahin. Tschüssi. Tschüss und ciao.